Hier müssen wir raus. Das war unsere Tour. Vergessen Sie nicht, im Souvenirgeschäft vorbeizuschauen. Das ist echt im Eimer. Gehen wir. Hallo? Hey, kann uns jemand helfen? Hallo? Was ist passiert? Wo sind die alle? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist sicher kein Grund zur Sorge. Wo auch immer sie sind, sie werden bald zurück sein. Ach, Jesse, bleib doch bei unserer Patientin. Ich werde mich noch ein bisschen umsehen. Okay? Okay, aber warum redest du so? Jemand will uns kontaktieren, oder? Es kommt aus den Lautsprechern. Sie müssen über den Notrufkanal senden. Moment, ich werde das zurückverfolgen. Sichelklaue am zweiten C. Velociraptor. Was zur Hölle ist hier passiert? Moment mal. Ich wiederhole, hier ist Dr. Sorkin. Ich sende auf dem Notrufkanal. Total im Eimer. Dr. Harding, hören Sie mich? Sind Sie schon im Besucherzentrum? Hier ist ein Funkgerät. Kann ich helfen? Da ist es. Jetzt den richtigen Kanal? Hallo, hier ist Jerry Harding, der leitende Tierarzt. Ich weiß, wer Sie sind. Hier ist Laura Sorkin. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt. Dr. Sorkin, Sie sind noch auf der Insel? Wir sitzen im Feldlabor fest. Die Straße ist unterspült und die Telefone sind tot. Und was ist mit Ihnen? Wir haben einen T-Rex auf der Tourstrecke gesehen. Es ist ein Glück, dass meine Tochter und ich noch leben. Wissen Sie, was los ist? Die Sicherheitssysteme sind zusammengebrochen. Da bricht im Park natürlich das Chaos aus. Scheint, als hätte Hammond schon evakuiert. Ich denke mal, er wollte uns nicht zurücklassen. Nein, natürlich nicht. Ich versuche, auf dem Festland anzurufen. Die sollen uns einen Helikopter schicken. Ich habe hier eine sehr kranke Frau. Scheinbar wurde sie gebissen, aber ich weiß nicht, wovon. Auf jeden Fall etwas Hochtoxisches und... Toxisch? Ausgefranste Wundränder? Heterodonte Bissspur, etwa 20 cm Kieferbreite? Ja, genau so ist es. Was ist mit Ihren Augen? Farbloses Klera? Obsoklonus? Ja, richtig. Genau so sieht es aus. Verdammt. Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Sie wird mit Sicherheit Krampfanfälle bekommen und nicht wieder zurückkommen. Haben Sie Carfentanyl? Nein, außerdem, wozu sollte das... Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen. Ein Viertelmilliliter reicht, wenn sie klein ist, weniger. Dr. Sorkin, bei allem Respekt, aber diese Dosis würde Sie töten. Dr. Harding, Sie müssen mir vertrauen. Sie brauchen ein starkes Beruhigungsmittel gegen die Toxine und zwar schnell, wenn Sie überleben sollen. Na gut, okay, vielleicht im Labor. Nein, stopp, die Betäubungspfeile für das Gewehr, das ist eine Endorphinmischung. Das könnte klappen. Geben Sie ihr das so schnell wie möglich. Bleiben Sie so lange bei ihr. Wenn das Zittern beginnt, müssen Sie sie ruhig halten. Aber ist das nicht gefährlich? Wenn normalerweise jemand einen Anfall... Bitte befolgen Sie bloß meine Anweisung, Ihr Leben hängt davon ab. Rufen Sie mich auf diesem Kanal, nachdem Sie ihr das Beruhigungsmittel verabreicht haben. Das genügt. Ich brauche einen Ort, an dem ich Sie behandeln kann. Und ich brauche... Betäubungspfeile. Ich hab's gehört. Sie sind im Auto. Ich hol Sie.
Okay, hör zu. Wenn du etwas siehst oder hörst, geh kein Risiko ein. Komm einfach sofort zurück. Keine Angst, das mache ich.